So, Hallöchen zurück. Mass Effect 3. Auch blind. Legen wir los. Nein. Extra Option, stellen wir natürlich wieder ein. Was? Gibt's noch mehr? Erzählung! Erzählung. Sound muss ich mal ein bisschen anpassen. Mal auf 80. Auch auf 80. Und neues Spiel. Natürlich weiblich, seht ihr? Erfahrungstyp auswählen. Wählen Sie aus, welcher Lebens Sie haben möchten. Sie können die Erfahrung später im Option von jederzeit ändern. Stürzen Sie sich als der berühmte Commander Shepard direkt in die Action. Das traditionelle Mass Effect Erlebnis. Individualisieren Sie Ihren Charakter und wählen Sie mit Gesprächsantworten aus. Die Schwierigkeit der Kämpfe ist einstellbar. Story. Individualisieren Sie Ihren Charakter erleben und steuern die interaktive Story ohne schwierige Kämpfe. Nur mal Story. Na, gib doch mal den Namen. Die Festplatte natürlich. Haare. Farbe schwarz. Nee. Ja, ich nehme mal dasselbe. Was ist das? Der Todsache. Oh. Ja, nehmen wir mal zahlreich.
Wie schlimm ist es? Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Gott helfe uns allen. Im Jahr 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahmen sie einen friedlichen Platz unter Dutzenden anderer galaktischer Spezies ein. Aber über diese idyllischen Zukunft liegt der finstere Schatten einer dunklen Vergangenheit, die Reaper eines Spezies und intelligenten Maschinen, die alle 50.000 Jahre alt sind. Achso. Na, okay. Aha. Commander. Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht würden. Sofort. Anderson. Andrew. Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen runder. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erst an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll es denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Ja, das kann man hier nämlich aussuchen. Wenn Sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee völlige Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Wir haben Ihre Berichte gelesen und Ihre Daten gesichtet. Aber für uns ist es nur Theorie. Sie waren vor Ort. Im Schützenkampf. Im Kampf. Sie wissen, wozu Sie fähig sind. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Nach Ihren Aktionen, jeder andere wäre angeklagt, verurteilt und entlassen worden. Ihr Wissen über die Reaper hat verhindert, dass es dazu kam. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur eine Soldatin, Anderson. Keine Politikerin. Das sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Sie werden beide erwartet, Admiral. Viel Glück da drin, Shepard. Anderson! Shepard! Kaidan? Wie ist es gelaufen, Major? Okay, denke ich. Schwer zu sagen. Ich warte jetzt auf Befehle. Admiral? Gehen wir! Sie kennen den Commander? Früher mal. Ja. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da.
Und wie halten wir sie auf? Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Der Mond? So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Holy shit. Sehen Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Gut, ich springe einfach mal so runter. Ach nee. Kaidan ist unterwegs zur Normandy. Sie nehmen uns auf, wenn wir es bis zum Raumhafen schaffen. Gehen wir. Achtung! Wo? Wie hält man etwas derart Mächtiges auf? Gar nicht? Kämpfen bis zum Ende, Kleiner. Springen Sie aus vollem Lauf. Es ist weiter, als es aussieht. Vorwärts! Ah. Los jetzt, gehen wir! Und runter. Jep. Ah! Kommen Sie, wir müssen hier entlang. Ah, macht automatisch. Okay. Sieht sicher aus, gehen wir. Los, bleiben wir in Bewegung. Na komm, dann laufe. Fangen Sie mich. Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandy fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Husks! Schalten Sie sie aus! Erschießen Sie sie! Keine Munition mehr! Los doch, wir haben alles! Na, wo bist du denn? Na, geht doch mal! Wo ist er denn? Wir müssen diese Dinge auf die altmodische Art erledigen. Hm?
darf sie nicht zu packen kriegen. Ha! Wenn es auf die Mütze, dann ist Ruhe. Wo ist er denn? Ach da. Gib mir mal Munition, du Pfeifenkopf. Na? Dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Und weg ist er. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Es ist schwer genug, Krieg zu führen. Aber viel schlimmer ist, dass man niemals alle retten kann. Völlig richtig. Angriff kam so plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel und mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Der Rat muss uns helfen. Sind Sie da sicher? Nein, aber Sie waren ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Tapfi! Danke. Ich schulde Ihnen was. Einiges. Nachladen und immer in Bewegung bleiben. Ach, Munition ist voll, okay. Wow, was machst du denn? Oh Gott. Major Alenko, Raumhafen ist in Sicht. Ankunft in 3 Minuten. Oh. Und tschüss. Oh, verdammt. Normandy, wir nehmen einen anderen Weg. Hören Sie mich. Normandy, bitte kommen. Verbündete. Sind Sie beide in Ordnung? Runter. Die sehen Sie. Oh Gott. So. Na komm hoch da, Baby. Nicht. Ah, na, was machst du denn da? Noch irgendwas? Was ist hier geschehen? Unser Shuttle wurde abgeschossen. Wir haben es nur knapp geschafft.
Haben Sie Funk? Wir müssen unser Schiff erreichen. Nein, im Shuttle ist eins, aber da drin wimmelt's nur so von diesen Dingern. Bleiben Sie hier, mein Sohn. Wir holen Sie hier raus. Dann los, nichts wie hin zu den Shuttle. Ach, auch noch. Junge, nee. Wie kommen wir da jetzt rein? Ah, gehst du mal hoch da. Hey. Bergen. Nimm mal mit. Wunderbar. Hey. Ja? Aua! Wo sind der jetzt auch wieder hin? Da unten. Kommen wir jetzt noch mehr oder kommen wir weiter? Okay, ja, steht schon, also kommen wir weiter. Wie kommen wir jetzt da rein? Ja, oder was? Ein Funkgerät finden. Oh. Sehr schön. Ich habe ein Funkgerät gefunden. Na? Wo denn? Ach, da. Normandy, hier spricht Anderson. Hören Sie mich? Admiral, was ist Ihre Position? Bei einem abgestürzten Shuttle im Hafen. Ich aktiviere sein Notsignal. Schicken Sie Unterstützung. Wir haben Verwundete. Major! Ich habe das Signal verloren. Hoffentlich funktioniert das Notsignal. Und zwar bald. Wir haben Gesellschaft. Ah. Nicht von der Seite hier, ja? Boah, kaum noch Munition, ne? Not enough. Die Kanone ist am besten. Hier kommt die Kavallerie. Oh, schön. Keine Munition mehr. Vorwärts!
Willkommen an Bord, Shepard. Danke. Shepard! Kommen Sie! Ich gehe nicht. Von diesen Männern gibt es noch 1 Million mehr und sie brauchen einen Anführer. Wir kämpfen gemeinsam, Anderson! Diesen Kampf können wir aber nicht gewinnen, nicht ohne Hilfe. Wir brauchen jede Spezies und ihre Schiffe, um eine Chance auf einen Sieg über die Reaper zu haben. Überzeugen Sie den Rat davon, dass er uns hilft. Und wenn Sie nicht auf uns hören? Dann sorgen Sie dafür, dass Sie es tun. Und jetzt gehen Sie. Das ist ein Befehl. Ich nehme von Ihnen keine Befehle mehr an. Schon vergessen? Hiermit sind Sie wieder im Dienst, Commander. Sie wissen, was zu tun ist. Ich komme zurück und bringe jede Flotte mit, die ich finde. Viel Glück. Für Sie auch, Shepard. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anders? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Wir haben keine Wahl. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Vergessen Sie's. Setzen Sie mich ab. Ich gehe hier nicht weg. Genug! Ich würde auch lieber bleiben und kämpfen. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sind Sie das? Ihr lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht... mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System verloren. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tassoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Sie gewillt, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende.
Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Das ist Loco. Der Mars? Was glaubt er, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen... Zusammenpacken. Mhm. Anzeichen von Reaper-Aktivität? Negativ. Edi? Die Basis scheint online zu sein. Möglicherweise wurden die Bewohner evakuiert. Das werden wir schon bald wissen. Halten Sie sich bereit, Jojo. Nur für den Fall. Verstanden. Norman, die Ende. Wir sind fast da. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandie kriegen. Verstanden. Ha, Levelaufstieg. So, Start. Speichern kann immer noch nicht. Gruppe. Aha. Fitness. Aha. Ah, da können wir machen. Jetzt kann man speichern, dann tue ich auch mal speichern. So. Wie war denn das? Ach so. So, jetzt tun wir noch mal speichern. So, und das war's jetzt für diesen Part. Der ist ein bisschen länger. Haut rein und tschüss.